Hi, willkommen zu meinem neuesten Video. Heute geht es mal um das B85M-G43, einen Sockel 1150 Mainboard für rund 55 Euro. Aber nach dem Intro mehr. Bis dahin. Kommen wir als allererstes zur Verpackung und mal zu einer kleinen Erklärung, wieso ich das Video mache. Ja, der eine oder andere denkt sich vielleicht, man könnte sich ja noch ein F50-Board und einen Prozessor kaufen. Ist ja jetzt nichts unbedingt Verkehrtes. Die kleinen Prozessoren, die sind ja doch noch relativ flott, die i3s oder i5s. Und da gibt man ja auch nicht allzu viel Geld für ein Mainboard aus. Dieses kostet 55 Euro bei Mindfactory und es ist eins der günstigsten B85-Boards, die momentan noch auf dem Markt erhältlich sind. Gucken wir uns als allererstes mal die Verpackung an. Diese fällt recht schlicht aus. Auf dem Frontcover wird mit einigen Features geworben, wie mit dem USB 3.0 Support, SATA 6G, PCI Express 3.0 und ja, dem MSI internen Fastboot System, welches natürlich nur in Verbindung mit einer SSD wirklich so gut klappt. Des Weiteren wird noch mit dem Military 4 Class geworben. Ja, dieses viele Dinge beinhaltet. Und hier oben rechts in der Ecke steht nochmal, was für Prozessoren unterstützt werden. Hier in dem Fall Intel Inside Core. Genau, drehen wir das Ganze mal um, weil die Seiten sind weniger spektakulär. Hier nochmal ein paar Aufkleber von Mindfactory. Auf der anderen Seite nochmal ein Schriftzug mit dem B85M-Logo. Und da kommen wir schon zur Rückseite. Hier, wie schon erwähnt, wird mit dieser Military Class 4 geworben. Diese beinhaltet, dass hier Solid Caps drauf verbaut sind, welche eine sehr hohe Lebensdauer haben. Es werden hochwertige Spannungswandler verbaut. Des Weiteren hat man hier noch die diverse Feature, wie zum Beispiel Absicherung gegen elektrostatische Entladung und so ein Schwachsinn. Ja, High Temperature Protection und so weiter. Hier nochmal eine Abbildung vom I/O-Panel. Gehen wir da mal ein bisschen näher ran. Hier. Das Board hat 4 USB 2.0, ein LAN-Anschluss, ein PS2-Kombi, diverse Ausgänge für die interne Grafikeinheit, 2 USB 3.0, hier nochmal diverse Ausgänge für die interne Grafikeinheit und das Board hat einen 5.1 Soundchip. Des Weiteren als Feature, was ganz schön ist bei MSI, hier wird das Command Center unterstützt, worüber ihr einfach euer UEFI-BIOS ansteuern könnt und die Lüftergeschwindigkeit einstellen könnt. Ja, und noch des Weiteren viele andere Features, wie zum Beispiel hier dieser OSI Genie 4-Knopf. Kommen wir nun noch zum Verpackungsinhalt. Eine Treiber-CD mit diversen Tools ist noch mit dabei. Eine recht dicke Anleitung, welche in mehreren Sprachen ausfällt und doch sehr ausführlich ist. Mit diversen Piktogrammen und so weiter. Eine Schnellinstallationsanleitung für CPU und Arbeitsspeicher und natürlich auch CPU-Kühler. Können wir beiseite hauen. Eine antistatische Folie, worin das Mainboard eingepackt ist. Und des Weiteren sind noch im Lieferumfang zwei SATA-Kabel, wo eins davon abgewinkelt ist, das andere nicht. Und welche beide in Schwarz daherkommen. Und noch zum Mainboard. Wie schon erwähnt, MATX-Format, es ist Sockel 1150, das Ganze hier schon von mir verbaut, ein Prozessor. Ja, wie das alles geht, das denke ich mal, weiß jeder. Des Weiteren besitzt das Board zwei PCI Express X16 Anschlüsse, wobei einer nur Vollausbau ist, der andere X8 natürlich in voller Länge. Zwei PCI Express X4, ein kleiner Northbridge-Kühler mit dem MSI-Logo. Das Mainboard hat die Anschlüsse auf der rechten Seite seitlich abgehend. Hier 6x SATA 6G, ein USB 3.0 Anschluss für die Front. Des Weiteren diverse Front-USB-Anschlüsse und natürlich auch die Front-Audio-Anschlüsse. 4 DDR3 Arbeitsspeicherbänke, immer versetzt für Dual-Channel. Des Weiteren 3 interne Fan-Anschlüsse bzw. zwei interne Fan-Anschlüsse für die Gehäuselüfter, diese 4-Pin und der CPU-Fan-Anschluss, auch 4-Pin. Was komplett hier fehlt, ist ein MOSFET-Kühler, wobei man bei dem Board
wirklich darauf aufpassen muss, wenn man größere Prozessoren hat oder halt übertakten will, was in dem Fall ja sowieso nicht passieren kann. Ein vierpoliger Stromanschluss für den Prozessor. Also hier natürlich auch wieder bloß vierpolig wegen nicht übertakten und hier könnt ihr jetzt keine riesigen Prozessoren, die sonst wie viel Strom verbrauchen, draufknallen. In dem Fall würde es sich hier anbieten, gerade dadurch, dass keine MOSFET-Kühlung ist, einen Top-Blau-Kühler zu benutzen. Das PCB ist schwarz-bräunlich, recht dünn gestaltet und lässt sich doch wirklich sehr einfach auseinander durchbiegen. Finde ich jetzt persönlich nicht so schön. Hier nochmal die Anschlüsse alle sauber verarbeitet. Das I/O-Panel ist natürlich auch mit inbegriffen. Und was ich vor uns noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass das Mainboard einen Toslink-Anschluss besitzt. Gerade für Multimedia-PC-Besitzer ist das doch recht lohnenswert. Kommen wir nun noch zu einem kleinen Fazit. Das Board hat mich im Betrieb durchaus überzeugt. Auch von der Installation her gab es natürlich nichts einzuwenden. Was ich persönlich sehr schön finde, ist das mit dem UEFI-BIOS, was doch sehr einfach gestaltet ist. Des Weiteren mit dem Command Center, dass ich meine Lüfter alle einzeln ansteuern kann. Das finde ich nicht schlecht. Was mir allerdings sehr negativ ins Auge gefallen ist, ist zum einen halt, dass man hier keine MOSFET-Kühlung hat, was bei kleinen Prozessoren allerdings nicht das Problem darstellt. Das etwas größere Problem ist ganz einfach, dass dieser obere PCI Express X16-Slot total fehlkonstruiert ist, weil wenn ihr hier eine Grafikkarte mit einer sehr starken Backplate habt, bekommt ihr diese Grafikkarte hier nicht rein, weil die stößt dann hier mit den Arbeitsspeicherverriegelungen dagegen. Das ist wirklich nicht so schön. Deswegen gibt es von meiner Seite her hier, gerade in Verbindung mit recht starken Grafikkarten, eine klare Gegenkaufempfehlung. Schaut euch das mal genau an, was es noch so für Boards gibt. Legt vielleicht nochmal 20 Euro drauf und da kann das unter Umständen schon mal nicht passieren. Wem mein Video jetzt soweit gefallen hat, der lässt mir ein Like da, kommentiert das Ganze und natürlich würde ich mich auch über ein Abo freuen. Wem die Kaufempfehlung oder beziehungsweise das Review von mir geholfen hat, kann das natürlich auch gerne in den Kommentaren festhalten. In dem Fall würde ich sagen, bis zum nächsten Video.